Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir haben das letzte Mal erfahren, wie wir leveln können, die Schmiedekunst und wir sind hier noch in Weißlauf und da möchte ich euch gleich was zeigen, nämlich bei Erolund Graumähne. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Der gibt Schmiedekunstunterricht und ihr seht, kosten 410 für eine Stufe, ja? Versteht ihr? Und wir haben da gelevelt einiges. Mit drei Dolchen können wir eine Stufe aufsteigen und das Material für einen Dolch kostet so um die 100 Gold. Also haben wir uns da 300 Gold pro Stufe erspart eigentlich und würden uns das so und so ersparen, wenn wir das ganze Zeug selbst finden und dann auch noch leveln. Und wir müssen nicht immer warten, der kann immer nur 5 Stufen leveln, bevor wir aufsteigen. Und genau das wollen wir jetzt auch noch machen. Ich mache nur hier einen kurzen Schnitt, schau ihm da kurz zu. Weil vielleicht hat er noch was für mich. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt die Schmiedekunst verbessert innerhalb von einem Spieltag auf 39. Mehr Barren haben die nicht zur Verfügung hier. Aber ich nehme an, die werden innerhalb von 48 Stunden wieder was vorrätig haben. Und dann können wir das weitermachen. Als nächstes habe ich mir gedacht, wir müssen dann noch ein paar Tränke brauen, aber vorerst schaue ich, dass ich mein restliches Geld da mal ausgib für ein paar Zauber, die ich noch kaufen möchte, nämlich 2 Atronachen und so. Die werden wir dann auch noch ausprobieren. Ich laufe da schnell mal rauf zum Magier und dann sehen wir uns dann gleich wieder unten bei der Heilerin. Bis gleich! Aber zuerst beim Magier das Zauberbuch Feuer Atronachen beschwören, den werden wir gleich einmal kaufen. Okay, jetzt haben wir fast kein Geld mehr und dann werden wir gleich noch was... Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Okay, noch was verzaubern. Wir haben dann noch einen gefüllten Seelenstein und... Ich nehme an, den Eisenhelm verzaubern. Was können wir? Wir können Frostschaden zufügen und regenerieren, ja. Ja, was nehmen wir da? Das ist wieder mal die Frage, ja. Jagdpunkt, ein Eisenhelm, pipapo. Egal. Wir werden den Eisenhelm verzaubern. Einfach so. Verzaubern, da geht gar nichts. Aha. Probieren wir das. Da geht auch nichts. Was ist da los? Das geht auch nicht. Ja Leute, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt stehen wir nämlich blöd da, gell? Ja, natürlich. Was ist mit den Stiefeln? Da geht auch nichts. Ja, hurra! Super! Orkischer Kriegshammer. Ja, na gut, dann lassen wir das. Ja? Und wir springen gleich zur... So, und jetzt sind wir endlich bei Arcadia und wir werden aber zuerst einmal aufsteigen in neue Stufe. Da schauen wir uns um. Zerstörung, ja, wir sind da ja recht gut gelevelt. Gesundheit. Malika. Magica, ja. Noch einmal, ja. Wie werden das... Gesundheit machen. Und noch eine. Leute, wir sind da ja gestiegen. Das ist ja unglaublich.
Okay, 3 Talente haben wir zu verbessern. Ich schaue mich da einmal um. Wir sind da nämlich nicht schlecht. Beschwörung mittlerweile auf 23, Zerstörung 24 und Verzauberung Schmiedekunst haben wir 40. Ja, das kommt recht gut. Rüstungen, ja, nicht so. Blocken geht mittlerweile. Zweihändig haben wir auch schon gelevelt. Ist aber nicht notwendig, weil wir versteifen uns dann bald einmal auf einhändig, ja. Weil wir brauchen immer eine Hand frei. Ja. Ihr wisst schon, wie die Seelenfalle. Schießkunst haben wir mittlerweile gelevelt mit unserem Feendal auf 45 und jetzt kann ich dann noch einmal mit ihm leveln. Leichte Rüstung 22, Schleichen nicht schlecht, Schlossknacken, Diebstahl, Redekunst, ja, das wäre auch mal was. Alchemie sind wir weit hinten und Beschwörung, da sollten wir einen Punkt setzen. Aber wie gesagt, eine kurze Pause und ich zeige euch dann, was ich gemacht habe. So Leute, wir sind soweit. Wir sind nämlich in Schmiedekunst weiter und in die Stahlschmiedekunst eingetreten. Kann Stahlrüstungen und Waffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen und dann gleich drauf noch einen dazu, elfische Schmiedekunst. Weil wir wollen ja da dann den Umweg bis hierher machen. Ich bin mir aber nicht sicher, was das jetzt hier bedeutet. Verstärkte Rüstung, Schuppenrüstungen und so. Ja, bin neugierig, was das werden wird. Und wir haben dann noch bei der Beschwörung hier Beschwörung Novize. Wirkt Beschwörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magier. So weit, so gut. Und jetzt suche ich mir Rezepte und Zutaten, damit wir hier was machen können. Ich werde da jetzt kurz einmal die Inventarliste durchgehen und die Rezepte durchgehen und schauen, dass wir da ein paar Rezepte für euch zusammenbrauen können. Wir sehen uns dann gleich beim Mischen. Okidoki. So Leute, der erste Zaubertrank, den ich da bekommen habe, der hat eine doppelte Wirkung, nämlich Gesundheit wiederherstellen und Gesundheit verstärken. Dazu brauchen wir eine blaue Bergblume. Ja, davon haben wir ja genug. Und Weizen, das kennen wir schon, Gesundheit wiederherstellen, da sind wir und stellen wir mal her. Entdeckte Effekte, Gesundheit verstärken und Gesundheit wiederherstellen. Ja, da sollten wir dann gleich nochmal nachschauen. Ja, genau, das ist ja dasselbe wie hier. Also wir hätten da noch eine Nierenwurz gebraucht oder irgendwas für das erste. Gut so. Gesundheit wird 60 Sekunden, stellt 22 Gesundheitspunkte wieder her. Ja, Zaubertrank. Nicht schlecht. So, jetzt ein kurzer Schnitt bis zum nächsten. Der nächste Zaubertrank, der kann die Magier wiederherstellen, nämlich die Kriechranke und rote Bergblume. Machen wir mal das da und die Kriechranke. Wo haben wir die? Da ist er. Was ist da jetzt? Ah, müssen wir denn... Ja, Gesundheit verstärken, das hatten wir. Und jetzt noch einmal, ja, die Kriechranke und die rote Bergblume. Wo sind wir da? Okay. X herstellen. Erschaffener Zaubertrank, Magier wiederherstellen. Entdeckte Effekte, Magier wiederherstellen, Bibapo und so weiter. Okay. Das war's ja. Mag ich ja wiederherstellen. Ja, seht ihr. Kommt ja gut. Rote Bergblume haben wir. Das nächste. Ich schaue nur noch auf dem Spickzettel kurz.
Ja, das nächste wäre nämlich Magicka regenerieren. Da ist ein ganz einfaches und Hausmittel, das in jeder Küche vorkommt, nämlich Knoblauch und Salz. Einmal und Knoblauch. Da haben wir genug davon. Ja. Und wie werden das herstellen? Magicka regenerieren. Magicka regeneriert sich 300 Sekunden lang 22% schneller. Ja, schaut euch das an. Das kommt ja gut. Wir können gleich noch eins herstellen. Schauen, ob wir... Ja. Regenerieren, genau. Da haben wir noch genug, ja. Und wir werden das herstellen noch ein paar Mal. Okay, vielleicht brauchen wir das Salz ja, noch. Und ich schaue gleich zum nächsten Rezept, Leute. Da kommt ja einiges zusammen. Und weil wir schon bei Knoblauch sind, ja, da gibt es auch noch das, was wir ziemlich oft gefunden haben, nämlich Knoblauch und Lavendel. Knoblauch und Lavendel kann die Ausdauer verstärken. Da setzen wir das gleich einmal hier hin und werden das auch gleich herstellen. Ausdauer verstärken, ja. Ausdauer wird für 60 Sekunden um 18 Punkte erhöht. Erschaffener Zaubertrank. Okay. Wir werden das gleich noch einmal herstellen. Vielleicht brauchen wir Knoblauch noch einmal. Knoblauch haben wir Nummer 2. Einmal geht schon noch. Jawohl. Gut so. Und gleich ein nächstes Rezept. Ja, das nächste Rezept ist nämlich ein Gift, das zum Lähmen geeignet ist, nämlich die Karniswurzel und der Koboldschemel. Und da werden wir gleich einmal ausprobieren, ob das auch stimmt. Und wir schauen da gleich. Erschaffenes Gift Lähmung, ja. Das Ziel ist für 4 Sekunden gelähmt. Okay, nicht so wild, aber hat ja auch was. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben noch ein paar auf Lager. Wir sehen da kurz noch weiter. Ich glaube, ein paar Rezepte gibt es da noch. Ja, der nächste Zaubertrank sollte die Verzauberung verstärken. Ja, mit dem blauen Schmetterlingsflügel und dem Zweiglingssaft. Der Zweiglingssaft, der ist wirklich angesagt und da haben wir so wenig. Und da entdeckte Effekte, Magie-Regeneration senken, blauer. Verzauberung verstärken, jawohl. Oh, jetzt haben wir das nicht lesen können. Verzauberung verstärken. Okay. Wir können dann das nachlesen. So, zum nächsten kommen wir dann auch. Vielleicht bringen wir die Schmiedekunstverstärkung auch noch zusammen. So, das nächste Rezept sollte eigentlich sein, die Schmiedekunst verstärken. Da gibt es nämlich den Blasenpilz und den Schimmelpilz, ja. Das sollte jetzt Schmiedekunst verstärken. Ja, hallo. Die Verbesserung von Waffen und Rüstung ist für 30 Sekunden um 18% besser. Jawohl. Ja, ist auch nicht schlecht. Okay. Und das nächste, was wir dann machen, sollte eigentlich die Krankheiten heilen. Wir haben da ein verkohltes... Ein verkohltes Kieferfell und Falkenfedern. Einmal und Falken. Verkohltes Kieferfell. Wo ist denn das Zeug? Was wir alles gefunden haben, Leute, ist ja unglaublich. Krankheit heilen. Jawohl. Ha? Heilt alle Krankheiten. Perfekt, das war wichtig. Also Falkenfedern und verkohltes Kieferfell.
Ja, kommt ja gut. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sag Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ist okay, Mädel. Ist okay. Gut, ich glaube, das war's. Mehr habe ich da nicht gefunden und beschrieben bekommen. Aber wir werden dann noch einige, ja, herstellen und die dann auch verkaufen. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Okay. Was machen wir dann am besten? Gesundheit wiederherstellen, ja? Da haben wir einmal Weizen, da brauchen wir Knoblauch und Salz. Und machen wir doch gleich. Und das auch gleich noch einmal. Ja? Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Okay. Das war's dann auch schon. Gut so. Leute, ich hoffe, es war ein wenig informativ. Ich werde da jetzt den ganzen Schrott, den ich nicht brauche, verkaufen. Ihr seht etwas. Schauen wir mal, was die uns da gibt dafür. Aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Werft einen Blick drauf. Ja, schauen wir gleich mal rein da. Und jetzt, was gibst du uns für diese Zaubertränke? Ja? 61. Ja. 67. Ja, das ist ja nicht schlecht. Für die wenige Mühe, weil ja, wir suchen das Ding ja, das Ding ja so und so. Und wenn wir das dann hier da machen, können wir auch einiges an Geld verdienen. Schaut nicht so schlecht aus. Okay, Leute. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und dann geht's weiter mit der Story und den Gefährten. Ja? Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Okay, Leute, und wenn ihr Rezepte wisst, bitte sie mir einfach posten, ja? Es ist nicht so einfach. Ich habe mehrere Elixiere im Angebot. Hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Doso. Ciao.